ich bin jetzt da in Lingriers mit dem Zug hergefahren. Ich möchte heute ein bisschen an die Isar runter. Ah, jetzt haben wir noch was zum Wasser gekauft, schnell. Ja, da ist die Isar. Viel liegt da, wenig Wasser drin. Ja, auch nicht irgendwie spektakulär, was ich jetzt da auf den ersten Blick sehe. Aber jetzt werde ich mich mal auf die andere Seite überbegeben und werde mal da runtergehen und werde mal ein bisschen entlang wandern. Ich bin jetzt da an der Isar ein Stückchen entlang gegangen und in der Hoffnung, dass ich mal so einen Stein sehe, wo die Isar ein bisschen bewegter ist. Aber da ist jetzt ein bisschen eine kleine Stromschnelle, aber ja, rührt sich auch nicht recht viel. Und vor allem, was schlecht ist, wir haben jetzt momentan direkte Sonneneinstrahlung. Ist zwar schön fürs Gemüt, aber für Foto ist das natürlich. Ja, ich sage jetzt einmal, das ist der Dynamik-Killer, ja. Also ich bin jetzt da am Isarrad, am Isarwanderweg, also am Isarufer entlang gegangen. War jetzt halt zeitlang noch ein bisschen ein Wanderweg. Und die Isar hat sich jetzt halt in der Zeit, wo ich da gewandert bin, nicht großartig verändert, plätschert so ein bisschen dahin. Und ja, ich hab mich jetzt entschlossen, dass ich umdrehe, weil da vorne, da hätte ich jetzt tatsächlich auf der Straße weitergehen müssen. Und das ist mir jetzt irgendwie zu weit. Da reibe ich mich jetzt bloß auf, wenn ich da ewig lang entlang wandert und einfach nichts sehe. Jetzt drehe ich um, gehe wieder nach Lingriers zurück. Ja, jetzt habe ich beim Zurückgehen doch noch einen Stein gefunden, wo man eventuell was draus machen kann. Vielleicht aus der Kurve da vorne, da wo es ein bisschen so einen Knick macht und vielleicht auch mit dem Hintergrund von dem Berg da irgendwas. Ja, aber mein Problem ist, wir müssen da jetzt halt über das Wasser drüber. Ja, ich mag mir aber keine nassen Schuhe machen. Da muss ich also barfuß erstmal rüber. Ja. Wie wird sich das? Ja, ich werde es mal machen. Habe eh nichts Besseres vor.
so schön wie es da an der Isar ist, den Gleitschirmflieger da am Brauneck, das macht auch richtig Spaß, den zuzuschauen. Wie die da so schön schwerelos da hinschweben, kann man direkt neidisch werden. Langzeit auch schon wieder. Ich werde jetzt dann wieder zum Bahnhof zurückgehen. Im Endeffekt habe ich jetzt die meiste Zeit da auf der Kiesbank verbracht. Aber macht auch nichts. Weil irgendwie jetzt rummarschieren und dann doch nichts finden, war auch nicht das Wahre gewesen. Also jetzt habe ich wenigstens noch ein bisschen was fotografieren können da. Ob es was geworden ist, weiß ich jetzt auch nicht. Macht auch nichts. War trotzdem schön heraus, ein schöner Tag an der Isar. Und ja, jetzt habe ich da unten ich noch eine Schlangenhaut entdeckt. Da hat sich eine Schlange gehalten. Ja, ganz, das muss eine große Schlange gewesen sein. Na gut. Lang für heute. Passt.